Opener Lumnetia 2018. Schönste Opener in den Bergen und Gummilauf ist auch wieder mit dabei. Ja! Ich habe mein Ross verloren, darf ich auf dir weiter reiten? Nur ein bisschen Schmuse und rummacht. Schon lange wollen mit so heißen Fäger etwas. Ist das jetzt nicht gut gewesen? Gib mir deinen Hut und du kriegst mich. Ich will dich aber nicht. Er hat Angst. Ich glaube, ich brauche mal ein richtiges Flirt-Coaching. Einfach gut aussehen und der Rest kommt von allein. Sagen, wie hübsch du bist, aber wahre Schönheit kommt von innen. Nur blöd bin ich noch nicht in dir drin. Auch gleich wie dir, ich bin auch immer noch allein. Seit zwei Nächten. Aber jetzt habe ich gedacht, der Zeltkleber, der soll symbolisieren, ich bin ein Zelt und ich habe noch Platz bei mir. Hast denn du noch einen Tipp für ihn? Ja, könntest du eigentlich sagen, ich bin eine Zeltstange und suche noch Blochen zum Reinstecken. Sagen, hey, du hast ein Bier, darf ich herhocken? Ich sag mal so, als Mann ist, wenn eine Frau zu dir herkommt, wenn sie dich immer so ein bisschen anlangt und so lustig drauf ist, aber immer so ein bisschen, weißt du, ich meine, so dass der Körperkontakt sucht, dann schmelzt es mir dahin. Ich habe den dicksten Gummi dabei. Dein Flirt-Tipp für mich? Also bleib einfach immer du selbst. Verstell dich nicht. Natürlich ist immer am besten. Cool, ich glaube, es könnte es noch sein. Das habe ich nämlich voll nicht so gemacht. Ja. Frauen hören auf denken, immer der Mann muss den ersten Schritt machen. Haben die Jungs schwieriger zum Flirten? Nein. Ich finde, es ist für beide etwa gleich schwierig, weil du musst dich halt überwinden und den Schritt machen und jemanden ansprechen. Und ich finde, es sollte auch gleichberechtigt damit umgegangen werden. Aber was halt wirklich bei den Männern finde ich teilweise wirklich, halt ist wirklich so ein bisschen primitiv. Aber das ist meistens im Zusammenhang mit Alkohol. Aber als Frau hast du es sicher einfacher, würde ich schon sagen. Als Mann musst du mehr überlegen. Ja. Musst kreativer sein. Ja. Dass es eben genau nicht primitiv überkommt. Du musst dir viel mehr überlegen, wie die Frauen wie so ein bisschen auf Abstand sowieso schon sind, weil sie sowieso das kennen, dass eben das so primitiv kommen. Und dann musst du wirklich mehr überlegen, um zu zeigen, hey, schau, ich bin eigentlich wirklich ein Cooler. Ich glaube, bei Männern ist es einfach so, dass mega schnell es auch als sexuelle Belästigung angesehen werden. Und bei Frauen ist das viel weniger, glaube ich. Also, Respekt und nicht primitiv sein, das ist sicher mal etwas, was zieht. Bei uns im Stand kann man ganz viel coole Action erleben. Man kann flirten, speeddaten und sogar sich ein bisschen beraten lassen, weil Gummilove ist da für dein Liebesleben. Da ist ein Speeddating am Laufen. Der Typ hat zwei Frauen am Start. Er ist so ein guter Sicht. Ja, gehen wir schauen, oder? Hey, und bei euch, wie läuft's? Hey, mega gut. Es ist mega cool, weil man kann so ein bisschen offen diskutieren und reden und man weiss, wir sind alle wegen dem Gleichen da, wegen der Liebe. Hast du etwas können lernen, wieso kannst du flirten und so? Ja, ich bin sehr weitergekommen dank diesen zwei Damen. Oh.